Hi ihr Lieben, wir machen heute bei der Cookie Class die von euch viel gewünschten tollen Einhörner. Die sind eigentlich ziemlich einfach, wir brauchen nämlich nur eine Farbe Icing, nämlich nur weiß, aber in der harten und der Flooding-Konsistenz. So, zu Beginn machen wir jetzt erstmal wieder mit dem harten Icing die Outline von dem Pferdchen. Einhörner haben ja immer so ein schönes geriffeltes Horn und deswegen machen wir das jetzt separat. Und zwar, ich halte mal hier fest, machen wir immer so kurze Abschnitte mit dem harten Icing. Einen, den zweiten daneben, den dritten, fünften, müsst ihr mal gucken, so 4, 5 passen immer drauf. Und jetzt seht ihr ja, da sind noch so Spitzen. Die nehme ich jetzt mit dem Scribble-Tool vorsichtig, schneide ich die sozusagen ab an der Hornseite. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Einmal schön dran links. So, und damit haben wir dann unsere geriffelte Form fürs Horn. Das Ganze muss jetzt kurz trocknen, bevor wir fladden können. Einhörner haben ja immer ganz tolle Mähnen und Schweife, die so bunt sind. Und da habe ich irgendwie von Haribo Miami gefunden. Die sehen so aus. Und damit können wir jetzt ganz toll Mähne und Schweif machen. Die müssen wir uns aber noch zurechtschneiden. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt mal. Um das jetzt schön anzupassen, halte ich immer so dieses Gummiteil da dran und gucke so ein bisschen, wie es passen würde. Und dann schneide ich jetzt hier entsprechend den Bogen von dem Pferd entlang, gucke nochmal, ja, passt. Jetzt müssen wir aber unten noch abschneiden. So. Jetzt schauen wir mal, ob das passt. Das hier so anlegen. Ja, sieht gut aus. Das heißt, jetzt haben wir schon mal die Mähne. Jetzt nehmen wir das Reststück und packen das quasi so hier als Schwanz dran. Aber müssen natürlich auch wieder noch schneiden. Aber hier die Kante passt schon mal schön. Und dazu schneiden wir jetzt hier so wie diese Schwanzform so ein bisschen ist das ab. Und sehen, super, passt gut dahin. Damit sind wir jetzt mit dem Zuschneiden fertig und jetzt kommt das Flooding. Hier oben spare ich jetzt ein bisschen aus, weil da ja die Mähne hinkommt. Und bevor wir die Mähne jetzt festkleben, erstmal wieder mit dem Scribble-Tool ein bisschen ausgleichen. Vor allem bei den Hufen muss man das meistens ein bisschen schöner machen hier. Und verteilen. Und jetzt legen wir eben auf das auch ganz flüssige Icing ganz vorsichtig unsere zurechtgeschnittenen Gummiteile drauf. Erstmal die Mähne hier so schön am Bogen entlang. Wunderbar. Und hinten machen wir uns ein ganz bisschen von dem flüssigen Icing auf den Schwanz drauf. Und nur so ganz eben eine Linie. Und dann können wir unseren fertig geschnittenen Schweif nämlich auch einfach draufkleben. So, jetzt müssen unsere fertigen Einhörner 24 Stunden trocknen, bevor wir das Horn und die Hufe anmalen können. Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff für unsere Einhörner, nämlich das Horn und eventuell die Hufe, wenn ihr mögt, könnt ihr anmalen mit so einer schönen Metallic-Farbe, Lebensmittelfarbe natürlich. Dazu braucht ihr diese Farbe und einfach einen Pinsel und damit malen wir jetzt erstmal das Horn an. So ihr Lieben, unsere tollen Einhörner sind fertig. Ich hoffe, ihr findet sie genauso zauberhaft wie ich. Dann macht sie nach und macht Fotos davon, ladet sie bei Instagram hoch mit Hashtag IAmBayClub. Ich bin gespannt, wie eure tollen Einhörner aussehen. Bis zum nächsten Mal!